Die Hoyerswerda Wohnungsgesellschaft startet demnächst das drittgrößte Investitionsvorhaben in diesem Jahr für rund 640.000 Euro. Wird der Block Herderstraße 31 bis 37 saniert. Wie am Nachbarhaus, das 2018 fertiggestellt wurde, soll eine Fassadendämmung erfolgen, die Balkone modernisiert sowie an den Giebelseiten erstmals welche angebaut werden. Vorgesehen ist zudem, die Gasanlagen zurückzubauen und die Herde auf Elektro umzustellen. Eine Erneuerung der Dachüberstände im Eingangsbereich sowie frische Farbe in den Treppenhäusern stehen ebenfalls auf der Liste. Die Mieter konnten sich am Donnerstag zwischen zwei Farbkonzepten entscheiden. Mit 15 zu 19 Stimmen wurde die etwas dunklere Variante gewählt. Im Juli soll mit den Baumaßnahmen begonnen werden, die im November abgeschlossen sein sollen. Um rund 55 Cent pro Quadratmeter wird sich die Miete infolge der Modernisierung erhöhen, erklärt WH-Geschäftsführer Steffen Markgraf.